Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal und zu einer etwas anderen Art eines Videos heute, denn ihr bekommt eine Art Vlog. Ja, ich habe die KYC-freie Kreditkarte von Flyback für euch einen Alltagstest unterzogen, ja, und habe einfach geschaut, wo kann man damit überall zahlen, wie funktioniert das, wenn man es im Alltag nutzt. Ja, dazu zählen einige Dinge wie Restaurant, Supermärkte und, und. Einzige, was ich nicht gemacht habe, das kommt aber separat in einen Short, das ist tanken war ich nicht. Ja, das werde ich auch noch einen Short noch raushauen. Aber ansonsten habe ich das eigentlich überall so durchgemacht. Wir können überall schauen, wo sie funktioniert hat, wo gab es vielleicht kurzzeitig sogar ein kleines Problem. Schaut euch das mal an. Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, wunderbare Karte. Wie diese funktioniert und alles in allem, gebe ich euch noch am Ende des Videos oder ich verlinke euch unten was, wie ihr diese Karte eben aktivieren könnt und wie das eben aussieht. Wie ist das nämlich? Man bekommt diese dann oder man kann sie sich einfach bei Google Pay, bei Apple Pay, man sieht das jetzt nicht ganz so genau, aber so sieht das aus, hinzufügen. Ich habe das alles mit dem Smartphone gezahlt. Man kann das dann aber auch für Online-Bestellungen verwenden. Das Gute ist, es ist KYC-frei, ja, und das ist natürlich ein Riesenvorteil für viele. Wer verzeiht mir vielleicht in manchen Situationen oder kleinen Teilen des Videos, ist die Tonqualität nicht die beste. Ja? Und ich habe hier nämlich so Ansteckmikrofone gehabt. Ich habe aber leider den Noise-Canceling-Filter für den Background aktiv gehabt und der hat leider ein bisschen übertrieben. Aber es ist zum Glück nicht überall so. Ja? Viel Spaß, gebt mir euer Feedback in den Kommentaren und vielen Dank jetzt schon. So, wir sind gerade unterwegs zum Supermarkt. Wir schauen sie jetzt einfach mal an oder ich zeige in ein paar Supermärkten, auch bei einer Tankstelle oder auch bei Kiosk ist ja das in Deutschland, bei uns ist jetzt die Trafik, dass wie die Funktion der KYC-freien Kreditkarte bzw. Debitkarte funktioniert, wo ja die Leute anonym zahlen können. Ich nutze sie in meinem Fall jetzt nicht anonym, aber ich möchte einfach zeigen, dass es so für den Alltag wunderbar zum Gebrauchen ist. Das heißt für Lebensmittel, Benzin und andere Dinge. Wir gehen jetzt zuallererst bei uns in Österreich ist das der Hofer, bei euch in Deutschland ist das der Aldi. Ja? Ich weiß gar nicht, ob das in der Schweiz gibt. Diese Supermarktkette und danach werden wir auch noch einen weiteren Supermarkt besuchen. Wir werden auch, dass ich keinen Unfall hier baue, wir werden auch eine Trafik besuchen, was bei euch in Deutschland ein Kiosk ist. Da werde ich mir so einen Dampfer holen, so eine kleine Vape. Ja. Und schauen wir einfach an, so im Laufe des Videos, was für Zahlungsmöglichkeiten oder beziehungsweise Einkäufe alles mit der KYC-freien Karte funktionieren. Der erste Einkauf ist erledigt. Ihr habt gesehen, die Zahlung funktioniert wunderbar. Abgerechnet wird natürlich in US-Dollar, aber die Karte muss man ja auch in US-Dollar aufladen. Und ja, wir bringen das jetzt mal nach Hause, fahren noch zu weiteren Märkten bzw. anderen Shops und da machen wir ein bisschen weiter. So, wie ihr gesehen habt, ich habe auch die Trafik getestet, oder bei euch in Deutschland wäre es ja ein Kiosk, da habe ich mir solche Dampfer geholt. Das hat funktioniert. Im nächsten Step werden wir jetzt zum Burger King gehen. Ich werde dort einfach einen Burger kaufen und ich habe jetzt nicht wirklich Hunger, aber ich möchte euch nur demonstrieren, dass wir das auch dort testen und ja, dann schauen wir einfach mal weiter. Vielleicht gehe ich noch in einen weiteren Supermarkt und schauen auch nachher noch in andere Restaurants. Nach mehreren Tests werden wir heute auch zu einem Imbissstand gehen. Wagyu Cheese Sandwich habe ich mir empfohlen, kann ich mal kurz rüber filmen. Ich kenne den schon länger von mehreren Events. Der steht jedes Mal auf irgendwelchen
ja, Events und Konzerten und ähnliches und hat unglaublich gutes Wahlgebiet. Da werden wir die Karte jetzt auch testen, weil das habe ich auch noch nicht gemacht. Gehen wir mal hin und checken das mal. Ich möchte wieder ein Wagyu Cheese Sandwich. Schau, füllen wir mal da ab, wie geil das ist. Okay. Ja, zahlt das mit Karte? Ja. Bist du ein Schaf? Ja, ein bisschen Chili bitte rein. Ich kann das testen, aber ihr werdet sehen, ich zeige euch dann noch, wenn ich das ein bisschen aufbreche. Das hat so viel Käse und so drin. Unglaublich geiles Teil. Kann ich schon zahlen? Ja. Karte bitte. 15 Euro. Kann ich das so filmen? Geht das? Okay, ja. Kann ich das filmen? Total fertig erledigt. Auch hier wieder funktioniert Vorteil im Barbecue. Ich werde euch gleich, wenn ihr in Wien seid oder Wien Umgebung, holt euch mal so ein Sandwich. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Extrem gut. Ja, und gezeigt wieder, die Karte funktioniert. Eines fehlt, glaube ich, noch. Tanken werden wir noch. Ich glaube, dann hätten wir so alltagstechnisch alles abgedeckt, was die Karte angeht. Und das wird im nächsten Step dann kommen. Ja. Okay, Sandwich war sogar schnell fertig. Kann ich es euch sogar gleich zeigen, ohne Break? Ja, bitteschön. Das kann ich ein bisschen mehr als Vlog zeigen. Das Problem war nämlich, bei den ganzen Supermärkten und so ist das Filmen nicht ganz so laut. So, schaut euch das mal an. Oh, da schaut mal rein. Mega gut. Danke.